Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Maya-Kalender am 27. Juni 2019. In diesem Maya-Kalender gibt es 20 Wellen. Diese Wellen bedeuten Schwingungen, Frequenzen oder Töne und wir befinden uns gerade in 16. Welle und das dauert bis 6. Juli 2019. Eine Welle dauert immer 13 Tage lang. Die Zahl 20 und die Zahl 13 gilt als heiligen Zahl die Mayas. In diesem 16. Wellen herrscht Kib, das ist die Symbole dafür, und übersetzt bedeutet Eule. Und wir spüren jetzt bis 6. Juli diese Grundenergie. Das ist die Welle des Wissens und die Welle des Verzeihens. Regiert wird von Eule, verbunden mit der Fähigkeit, im Dunkeln zu sehen und dort Weisheit zu erlangen. Mit anderen Worten, in die Tiefe schauen, die Ursache erkennen an etwas. Alten Schmerz loslassen, das ist die Zeit, die Befreiung und inneres Wachstum. Heute befinden wir uns im 4. Tag in diesem 16. Welle und die Zahl 4 regiert. Und es wurde so gezeichnet bei den Mayas. Die Zahl 4 bedeutet unseren Träume im Tat umsetzen, Realität und Taten. Bedeutet auch Sicherheit, Stabilität und Struktur, vermittelt Ordnung und zeigt die vier Himmelsrichtungen. Die Tagesenergie heißt Kawak, das ist die Symbole dafür, übersetzt bedeutet das Regensturm. Und das, was wir erleben im heutigen Tag, blitzartige Wandlung, blitzartige Ideen, eine Überraschung, die Erneuerungsprozesse, aus denen unserem Bewusstsein nach einem kosmischen Plan. In unserem Körper herrscht über Herz und Kreislauf und auch über Blut. Die heutige Krafttier ist die Schildkröte. Und das war die Botschaft aus dem Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.